Etwas für unsere kleinen Zuschauer, damit die nicht zu kurz kommen, denn die sind ja schon so kurz. Ein kleines Märchen. Ein Märchen von Hänsel und Gretel. Und weil einige unserer Fernsehzuschauer heute auch aus skandinavischen Ländern zuschauen, aus Dänemark und aus Schweden, und wir auch einige amerikanische Gäste haben, bringe ich gleich die Übersetzung dazu. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Hänsinnen und Gretinnen, Rücksrödel die Wack inne Gehölzinnen. Es war so finster und auch so bitterkalt. Riggesnabbelack dünkel, eine Iglu, Iglu, Iglu. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Riggesnabbelack Hüsli, eine Smörebröt, Smörebröt, ram, 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 ram. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Häuschen? Knusper, Knusper, Knaser, wer kneckert an mein Vasa? Und jetzt für unsere amerikanischen Freunde. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Well, Hänsel and Mary are walking through the prairie. Es war so finster und auch so bitterkalt. Well, it was dark and fucking cold. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Then they saw the big sign of a nice McDonald's restaurant. Aber meine Damen und Herren, ich habe eine kleine Nichte und wenn ich die abends zu Bett bringe und ich soll ein Schlummerlied singen und ich singe Hänsel und Gretel, dann sagt sie, sag mal, spinnst du? Für sie muss Hänsel und Gretel sich nämlich etwa so anhören. Gretel aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Haare sind blau, die Lippen grün und Streichholzetiketten am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Hexe brennt. Scusi, Signorita, willst du Knusperknäuschen mangiare, capito? Pfefferkuchen ist ein geiles Zeug, ich bin schon Lull und Lall. Entschuldigen Sie, ist das der Zug zum Knusperhäuschen? Ich muss da eben mal hin. Draußen ist es bitterkalt. Hänsel und Gretel gehen in den Wald. Sie wollen Spaß. Sie wollen Spaß, sie wollen Spaß. Sie wollen Spaß, sie wollen Spaß. Hänsel und Gretel gehen in den Wald. Aha, aha. Da war es finster und auch so tierisch kalt. Aha, aha. Sie kommen an ein Häuschen aus Pfefferkuchenfein. Aha, aha. Wo mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Ich hab noch eine Version von Hänsel und Gretel. Eine habe ich noch, eine habe ich noch. Im Wald
Seite steht ein Hexenhaus und Gretel zieht sich nackend aus, damit das Hänsel von der Stadt hier seine eigene Piepshow hat. Und jeder ist schon informiert, die Hexe hat schon inseriert, denn sie ist ja nicht schusselig, verdient sich dumm und dusselig. Und draußen vor der großen Stadt steht der Jugendschutz sich die Füße lasst.